Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu der zweiten Sendung von Rome Daily, YOLO Films gestresstem Reisebericht. Die heutige Ausgabe informiert Sie über die Ankunft in Rom, über einige Sehenswürdigkeiten, unter anderem Kirchen, Museen und Kirchen. Über die einzelnen Stationen hat Ihnen nun Rusticus Magnus etwas zu berichten. Der Kaiser Diokletian, jeder sollte ihn kennen, ist einerseits der größte Christenverfolger, den Rom je gesehen hat. Auf der anderen Seite der Mann, der es schafft, das Jahrhundert der Krise, das dritte Jahrhundert, in den Griff zu bekommen durch ein neues Herrschaftssystem, indem er sagt, einer allein kann dieses gewaltige Imperium, wo es überall schon brodelt und kriselt, nicht mehr unter Kontrolle halten. Und hier? Wie gesagt, hat er seine Thermen errichten lassen. Die Diokletianthermen verfallen bzw. werden anders genutzt. Hier ist es ein Kirchlein. Eines solltet ihr euch immer klar machen, das antike Rom ist ungefähr, und diesen Höhenunterschied, den wir jetzt hinuntergegangen sind, tiefer als das heutige Rom. Was hat es mit der Kirche auf sich? Die Tradition will, dass hier eine von zwei Senatorentöchtern zur Christin geworden sein soll und dann das Martyrium erlitten hat. Was aber noch sehr toll ist, ist drinnen das Apsismosaik, das wir uns jetzt anschauen. Warum? Es ist noch ein antikes Mosaik und es ist das erste Mosaik, das uns Jesus Christus mit Bart zeigt. Rando atque eligendo, durch Barmherzigkeit und durch Auswahl. Oder non, ich kann es nicht lesen, ministrari sed ministrare. Jeder muss sich seinen Wahlspruch wählen und der ist natürlich auf Latein. Gemma. So, ihr habt hier hinter mir vor euch einen von 13 Original-Obelisken aus Ägypten. Das ist Augustus. Der hat ihn sich auf sein Grabmal stellen lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Warum gehen wir in diese Kirche? Einerseits ist dieser Kopf dort an der Wand von diesem Grabmal das erste Werk, das man von Bernini hat. Gian Lorenzo Bernini, der berühmte Architekt aus der Barockzeit, also aus dem 17. Jahrhundert, der hat hier sozusagen sein erstes Werk hinterlassen. Am 5. August haben sie hier sozusagen das Patrozinium, also den kirchlichen Feiertag. Warum? Weil der Papst Liberius irgendwann einmal im 4. Jahrhundert einen Traum gehabt haben soll im Sommer, dass schneit und dass am Esquilin sozusagen dort, wo der Schnee liegen bleibt, er eine Marienkirche bauen soll. Das ist natürlich eine schöne Legende. Vielleicht hat es wirklich geschneit am 5. August, wahrscheinlich sogar, kann ja sein. Wer weiß, wie der Klimawandel vor 2000 Jahren war. Die besseren Häuser haben also überall schöne, nette Fußböden, ja, aus Mosaikstein. An den Wänden hingegen haben wir Fresken. Das heißt, wenn das zum Beispiel jetzt an den Wänden hängt, ist das falsch. Ja, das muss auch auf irgendeinem Fußboden ursprünglich gewesen sein. Das sind tatsächlich Fundstücke aus der Diokletianstherme. Ganz berühmt hingegen sind diese Figuren hier. Die wird es in jedem kulturhistorischen Buch über die römische Antike irgendwie finden. Das sind nämlich sozusagen die Rennställe, die im Circus Maximus um den Ruhm feiten will heißen, um die Siegespalme. Welche Rennställe haben wir da? Wir haben die grünen, wir haben die roten, wir haben die blauen und die weißen. Auf einer Expedition, und zwar auf der ersten Expedition, die zu Schiff stattgefunden hat, die Argonautensage natürlich, und der Oberheld der Argonautensage ist ein gewisser Jason, vulgo Jason. In der nächsten Episode erwartet sie einen Witz zum Schluss, denn jetzt fällt uns leider keiner ein.